Ja, unter der amerikanischen Bankenkrise, da leiden ja auch die europäischen Banken, weil die eben genauso krank mitgezockt haben wie die Amerikaner. Und mit den Banken geht es jetzt also auch dem Euro an den Kragen. Oder war der vielleicht bereits von vornherein ein totgeborenes Kind zum Scheitern verurteilt? Darf ich vielleicht noch zu den beiden kabarettistischen Einlagen etwas sagen, etwas anfügen? Gerne, gerne, sehr gerne. Das erste, also von Herrn Belzig, also beide sind für mich also genial, ich kenne beide und man muss also wirklich herzhaft lachen, nur ist natürlich der Hintergrund ein sehr tief trauriger, dass nämlich viele Menschen, insbesondere die Politiker, die Hintergründe und das Geldsystem nicht verstanden haben. Also der Herr Belzig hat sicher verstanden und wenn Sie sich nur kurz erinnern, was er gesagt hat, der Staat, ja, nimmt Geld von den Banken auf, um genau mit diesem Geld die Banken wiederum zu retten. Das ist das, was ich zuvor meinte, dass das Geld 100% als Schuld entsteht. Und das kann natürlich nie funktionieren. Das heißt, jeder, der weiß, was eine exponentielle Kurve ist, die also dann explodiert nach oben und erleben wir gerade in diesem Zeitraum, dass so ein Geldsystem einfach nicht funktionieren kann. Das ist einmal das eine zum Herrn Belzig noch und Sie sehen dann auch, also bei seinen Bundesanleihen, ja, also da bin ich Gläubiger und dann gleichzeitig Bürger, also Bürger für die Staatsanleihen, weil ja natürlich die Staatsanleihen wieder von den Steuerzahlern zu bezahlen sind. Da sehen Sie, dass wir in diesem Geldsystem es mit einem Pyramidenspiel zu tun haben. Wenn Sie sich erinnern, es wurde der Herr Madoff verurteilt, wenn Sie vor 2, 3 Jahren, weil er eben Kundengelder hereingenommen hat und mit den Kundengeldern hat er die Rendite für die alten Kunden bezahlt. Und genau in so einem Pyramidenspiel ist das Geldsystem, in dem wir heute leben, und das kann natürlich nie funktionieren. Anschließend muss man sich jetzt gewahr werden, dass alle diese Begriffe Rettungsschirm natürlich gar nichts retten, außer vielleicht noch kurzfristig das Eigentum jener, die also die Eigentümer der Banken sind oder die Gläubiger der Staatsschulden sind. Das vielleicht noch zum Herrn Belzig. Vielleicht jetzt noch zu den Fusselanleihen. Der Hintergrund heißt Verbriefung, das heißt, die Banken haben ganz einfach ihre Kredite verbuggt. Ich sage einmal, nehmen wir her einen kleinen Ort und eine Bank hat also einen Gewerbekredit, Kredite von Konsumenten für Hausbau und vielleicht noch andere Kredite, Investitionskredite von Unternehmen. Jetzt macht sie ein Paket, also drei Kredite. Je, sagen wir mal, 500.000 sind 1,5 Millionen, macht ein Paket und das nennt sie jetzt irgendwie. Und dieses Paket, also diese Kredite, verkauft sie jetzt an eine andere Bank. Die hat das irgendwie bewertet, den Eingang, ob die jetzt 100% vertrauenswürdig sind oder nicht, und da gibt es halt einen Preis. Und die verkauft es an die nächste Bank und die wiederum an die nächste Bank. Jetzt, wenn Sie ein Konsument an die erste Bank seine Tilgungsrate bezahlt, na, dann ist die erste Bank schon längst nicht mehr Eigentümer dieses Kredites. Die weiß gar nicht, wer der vierte dahinter ist. Und das ist natürlich das Riesenproblem. Das heißt, alle Konsumenten zahlen an eine Bank, die ist aber schon längst nicht mehr Eigentümer, weil sie den Kredit, die Forderung verkauft hat. Und da gibt es also Riesenprozesse in den Vereinigten Staaten, weil das mehr oder weniger auch ein großes Betrugsmodell ist. Vielleicht noch eine Erklärung zu Ratingagenturen, was viele auch nicht wissen. Da darf ich den Hörern vielleicht eines der besten Bücher, das ich kenne, empfehlen. Und das ist von Dr. Wolfgang Hetzer. Der Dr. Wolfgang Hetzer ist der Vorstand, also der Chef der Korruptionsbehörde OLAF bei der EU in Brüssel, die also für alle Finanzgeschäfte zuständig ist. Und sein Buch heißt Finanzmafia. Und der hat in einem Interview in einem österreichischen Wochenmagazin im Juni vorigen Jahres gesagt, wir wissen ja, dass die Ratingagenturen genau jene Kunden bewertet haben, von denen sie bezahlt wurden. Und da meint er, na, das ist ein klassisches Modell organisierten Verbrechens. Wortwörtlich, also das Interview so gegeben. Und vielleicht noch ein zweites, ganz, ganz wichtiges, was auch man nie in den Zeitungen liest, die Ratingagenturen haben nicht einmal Expertenstatus. Also mit dem neuen Finanzgesetz, das Obama gemacht hat, ich glaube 2019, haben die Ratingagenturen, das meinen viele, ne? Das sind Experten und die bewerten ganze Staaten, Riesenunternehmungen, die bewerten auch Banken, die müssen ja so gescheit sein, sie haben gesetzlich keinen Expertenstatus. Und es muss sich natürlich jeder normal und vernunftbegabte Mensch fragen, ja wieso richtet sich die Politik nach solchen Leuten aus, die nicht einmal einen Expertenstatus haben?
Das liest sich dann ungefähr so in einem Urteil, naja, das ist unsere persönliche Meinung, also die Meinung von Standard & Poor's oder irgendeiner Ratingagentur, und die gilt dann so wie ein gesprochenes Gesetz oder geschriebenes Gesetz. Und die bewerten also Staaten rauf und runter, wie es ihnen beliebt, und dahinter warten die Finanzmarktakteure, die dann einfach spekulieren. Das ist das Spiel, das gespielt wird, und da bin ich voll beim Dr. Wolfgang Hetzer. Das ist nichts anderes wie ein organisiertes, mafiöses. Also das heißt, dass im Grunde Nullblicker hier das größte Kapitalverbrechen in der Geschichte des Menschen, der Menschheit bewerten. Aber da war vorhin noch mal ein ganz anderes Stichwort, das Sie mir gegeben haben. Ja. Das ist sehr wichtig, nämlich das exponentielle Wachstum. Das müssen wir uns nämlich mal genauer vor Augen führen. Es gibt die normale lineare Beschleunigung. Wenn ich mit einer Ente Gas gebe, dann habe ich kein Problem. Dann habe ich nach 10 Sekunden 10 km/h, nach 20 Sekunden 20 km/h, nach 30 Sekunden 30 km/h. Das ist also im Grunde eine gerade, aber aufsteigende Linie. Und wenn ich jetzt ein exponentielles System nehme, dann ist das der Wahnsinnsrennwagen. Das heißt, der beschleunigt nicht nur, sondern der beschleunigt auch noch seine Beschleunigung. Ja? Und dadurch wird das Ganze eine Kurve. Mathematisch dargestellt ist das jetzt nicht als x geht über in y, wie bei der linearen Beschleunigung, sondern x geht über ein x Quadrat oder x geht über ein x hoch n plus 1. Und dadurch explodiert regelrecht die Finanzwelt, während die Erde implodiert. Die ist nämlich nur endlich und kann diesen Wahnsinn eigentlich auf Dauer gar nicht tragen, schon wegen der Ressourcen. Wenn zum Beispiel jetzt 1,2 Milliarden Chinesen und 1,3 Milliarden Inder auf einmal ein Auto morgen früh vor der Tür stehen haben, vollgetankt, dann fahren die natürlich erstmal einen Tag rum damit, weil sie das mal ausprobieren wollen. Und dann sind unsere Ölvorräte weltweit so gut wie erschöpft. Also dieses System, vielleicht können Sie das auch noch mal ein bisschen genauer erläutern. Ja, ich kann es anhand des Geldsystems. Also das, wo wir leben, es wissen auch, ich sage einmal, alle Ökonomen, man schreibt darüber nicht. Es gibt aber schon etliche, die sagen, also Schluss mit diesem ganzen Wahnsinn. Also wir können auch leben ohne Wachstum. Vielleicht eine lustige Anekdote. Ich war da voriges Jahr mal bei einer Karlich-Show, das ist so eine Nachmittagsshow, und da ist um Glück gegangen. Also was macht einen Menschen glücklich? Und ich habe gesagt, also man kann also nur glücklich sein, aber nicht glücklich haben. Also das heißt, wenn es um meine eigene Persönlichkeit, Identität geht, dann kann ich natürlich glücklich sein, aber ich weiß nicht, ob mich das 35. Paar Schuhe glücklich macht. Und da sind wir beim exponentiellen Wachstum. Also Wachstum heißt ja immer mehr Stück. 5 Paar Schuhe, 10 Paar Schuhe, das zweite Auto, das dritte Ferienheim und so weiter. Und wenn wir jetzt das exponentielle Wachstum auf das Geldsystem übertragen, dann werden wir gleich drauf kommen, dass der Zins nie in der Geldmenge enthalten ist. Und das ist ganz einfach erklärbar. Und dieser Zins oder Zinseszins erzeugt natürlich diese exponentielle Kurve oder das exponentielle Wachstum der Schulden. Wenn Sie hernehmen einen Kreditvertrag, wenn ich mir ein Auto kaufe oder eine Eigentumswohnung, und dann schaue ich mir den Kreditvertrag an, dann habe ich, sagen wir mal, 100.000 Euro für eine Zwei-Zimmer-Wohnung irgendwo am Stadtrand, nehmen wir mal her, und nehmen wir an, ich hätte 5% Zinsen vereinbart, dann gibt es also einen einfachen Schlüssel, also 72 dividiert durch den Prozentsatz, ist die Anzahl der Laufzeit, wo sich das Kapital verdoppelt. Also wenn ich sage 72 durch 5, komme ich bei ca. 14,5, 15 Jahre heraus. Und wenn Sie so einen Kreditvertrag haben, da können Sie gleich nachschauen, wenn Sie einen Kreditvertrag haben, welche Zinsen Sie vereinbart haben, dann verdoppelt sich das, was Sie zurückzahlen müssen. Also nach 15 Jahren müssen Sie statt 100 200.000 Euro zurückbezahlen. Und die Differenz ist natürlich der Zins und der Zinseszins. Und so wie Sie richtig zuvor gesagt haben, das beginnt ganz locker, also wenn man hernehmen ab 1946 mit der Staatsverschuldung, bis 1980 alles kein Problem, weil es hat so große Wachstumsraten der Wirtschaft gegeben und der Zins war immer also ganz gut, und irgendwann kommt man dann raus, in Österreich zum Beispiel 1982 schon mit 30 Milliarden Euro Staatsschulden, mittlerweile sind sie bei 280. Also von 1982 auf 2012 von 32 Milliarden oder 30 Milliarden auf ca. 280 Milliarden, und da sehen wir das exponentielle Wachstum. Und jetzt geht es eigentlich nicht so sehr um die Schulden, sondern, wie Sie auch richtig gesagt haben, um die Zinsen. Denn die Zinsen müssen natürlich die Steuerzahler bezahlen, weil sonst ist ja natürlich kein Unternehmen mehr kreditwürdig, wenn sie nicht am Jahresende die Zinsen bezahlen. Beim Staat funktioniert das so, dass er damit der Herr Eichel
glaube ich, 2004 in einem ARD-Interview sehr, sehr toll erklärt. Naja, also wir verschulden uns in der Woche von 5 bis 10 Milliarden. Das heißt, wir nehmen die alten Anleihen, rechnen die Zinsen dazu plus die Neuverschuldung und dann nehmen wir halt 6 Milliarden auf. Das heißt, das ist genau das, was Sie zuvor gesagt haben, das exponentielle Wachstum der Schulden. Und natürlich in diesem Sinn ist das Geldsystem nicht nachhaltig und es wird irgendwann einmal crashen, so wie es schon die letzten 300 Jahre zuvor alle 40 bis 50 Jahre gecrashed hat. Also die Frau Professor Margaret Kennedy hat das auch an einem Beispiel festgemacht. Die hat so dieses Pfennigbeispiel. Sie bekommen ein Jahr lang jeden Tag das Doppelte vom vorhergehenden Tag. Wir fangen bei einem Cent an. Dann kriegen Sie am ersten Tag 1 Cent, am zweiten kriegen Sie 2 Cent, am dritten kriegen Sie 4 Cent, am vierten bekommen Sie schon 8 und dann 16 und dann 32 und 64 und dann geht das schon nach oben. Und ich habe versucht, mir das mal auszurechnen. Das ist im Grunde eine Zahl 2 hoch 365, aber da zeigt mein Taschenrechner ein E. Die Zahl ist so riesig, so irrwitzig, dass sie bereits von dem Rechner gar nicht mehr erkannt wird als solche. Na gut. Darf ich da vielleicht noch anschließen, dass das, was das Fatale ist, was so vielleicht unterschwellig verloren geht. Also wenn, nehmen Sie her nur die Staatsbudgets oder auch von Unternehmungen, wenn man jetzt sagt, ja, also Wachstum 1,5 oder 2% und die Staatsschulden wachsen um 2 bis 3% pro Jahr, dann rechnen Sie sich das auch über 15 Jahre, was das für ein exponentieller Anstieg, ne? Anstieg ist. Also 1 mal 1,03, das zweite Jahr wiederum mal 1,03, dann wiederum mal 1,03, ne, dann haben Sie eine exponentielle Kurve, die natürlich dann zum Schluss immer schneller ansteigt, obwohl Sie bei einem ganz normalen, kleinen, geplanten Wachstum von 2 bis 3% beginnen. Und das dauert natürlich dann 40, 50, 60 Jahre, je nachdem, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Und wir sind also jetzt in einer Phase, denken Sie nur an die Rettungsschirme, da kommen wir dann eh gleich zum ESM. 700 Milliarden sind ausgemacht. Ich habe dann 2 Wochen später gelesen, dass ein paar EU-Parlamentare sagen, wir brauchen eigentlich 2000 Milliarden. Und wird also dann mit Geldbeträgen gehandelt, die natürlich aus diesem exponentiellen Wachstum herauskommen. Aber lassen Sie mich vielleicht eines noch klarstellen, bevor wir noch weitersprechen. Es wird immer wieder von Schulden gesprochen. Ich habe zuvor beim Eingang gesagt, dass es wichtig ist, dass wir diese Wirtschaftssektoren erkennen und betrachten. Jetzt wenn wir hernehmen, bleiben wir wieder bei dem Beispiel, ich kaufe mir eine Eigentumswohnung um 100.000 Euro. Jetzt bin ich der Schuldner der Bank, aber die Bank ist ja mein Gläubiger. Das heißt, wenn ich mich verschulde, da werde ich beim Wirtschaftssektor Haushalte, also Konsument, na, dann hat die Bank natürlich ein Vermögen, nämlich im Sinne der Forderung, dieses Geld zurückzuverlangen. Das heißt jetzt, und das ist das, was viele Politiker nicht begreifen, die Wirtschaft ist ein Nullsummenspiel. Also was ich mich verschulde um 100.000 Euro, hat die Bank oder der Sektor der Banken, der Finanzinstitute als Forderung, als Vermögenszugang. Also die 100 Zunahme an Vermögen stehen der 100 Zunahme an Schulden volkswirtschaftlich gesehen gegenüber. Und der Saldo ist immer null. Und das ist auch das Problem beim Euro. Mein Exportüberschuss ist natürlich das Importdefizit eines anderen Landes. Und das ist das verkehrte Denken aller Politiker, die halt meinen, Deutschland müsse immer nur auf Exportüberschüsse setzen. Wenn sie kein Land finden, das die Importdefizite hat, kann das natürlich nie funktionieren. Würde das im Umkehrschluss bedeuten, dass wenn wir alle Schulden dieser Welt begleichen, dass es dann gar kein Geld mehr gibt? Völlig richtig. Es bleiben dann offen die Zinsen. Ne? Ja, gut. Die Zinsen sind ja nicht enthalten. Also das vielleicht noch einmal mit den Zinsen erklärt. Bitte nehmen Sie, liebe Hörer, ganz einfach einen Kreditvertrag her von Bekannten und schauen Sie, ob der Zins vereinbart wurde. Und weil der Zins natürlich nicht von der Bank mitgeliefert wird, das könnte man dann auch noch in die Buchungssätze einsteigen, aber das lassen wir mal außen vor, ist natürlich der Zins nie in jener Geldmenge enthalten, die in die Wirtschaft fließt. Zum einen über Konsumenten und zum zweiten über die Investitionen von Unternehmungen. Und das ist natürlich das Problem und deswegen haben wir es mit einem Pyramidenspiel als Geldsystem zu tun. Wir wollten ja nochmal über den Euro sprechen. Bitte. Ja, da wurden einfach Wechselkurse, die es früher bei den verschiedenen Währungen gab, ignoriert. Auch die unterschiedliche Wirtschaftsleistung der Länder. Während die einen Oliven- und Schafskäse produzieren, produzieren die anderen Hightech-Artikel und exportieren die überall hin. Deswegen stellt sich die Frage,
Pardon. War der Euro vielleicht von vornherein zum Scheitern verurteilt? Und wenn ja, dann muss das der Helmut Kohl ja bereits damals gewusst haben. Ich glaube, es haben alle gewusst. Das hat er, wie Sie wissen, ich kann mich noch erinnern, da war damals auch ein Bundesbankpräsident, pardon, der Herr Dietmeier dabei, der vom Helmut Schmidt also ziemlich harsch angegangen wurde. Aber was ich so historisch noch weiß, ist, dass man natürlich den Euro wollte, um ein Druckmittel später zu haben, um die politische Union durchzusetzen. Und das ist genauso die kritische Phase, in der wir jetzt sind. Nur beginnt diese Durchsetzung der politischen Union also total antidemokratisch. Da sind wir dann eh wiederum beim BSM. Aber vielleicht nur die Währung zu erklären. Auch hier besteht meines Erachtens also große Unsicherheit oder Uninformiertheit. Ich möchte das so erklären, also ohne jetzt noch auf die Geschichte einzugehen. Nehmen wir ein einfaches Beispiel her. Die deutsche Wirtschaft würde nur aus einem Bäcker bestehen und dieser Bäcker macht 1000 Semmeln pro Jahr zu 10 Cent. Also sein Umsatz, der Umsatz Deutschlands, ist 100 Euro pro Jahr. Einen gleichen Bäcker haben wir in Griechenland. Der produziert auch 1000 Semmeln zu 10 Cent, sind auch 100 Euro pro Jahr Umsatz. Und die beiden Umsätze wären natürlich die volkswirtschaftlichen Preise oder, wenn Sie so wollen, das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland und Griechenland jeweils mit 100. Das war jetzt 1999, also zu Beginn der Währungsunion. Wenn ich jetzt im Jahr 2011 bin, dann ist es ungefähr so, dass der Preis sich von Griechenland auf 115 erhöht hat, währenddem er in Deutschland auf 95 gesunken ist. Und die Währungsunion bedeutet jetzt, dass die Griechen nicht mehr abwerten können, was man immer liest. Also sie können jetzt nicht nur durch den Wechselkurs den Preis von 115 wieder auf 100 senken und die Deutschen können ihn nicht erhöhen. Also Deutschland ist natürlich im Sinne der Außenhandelsüberschüsse, der Exportüberschüsse der größte Profiteur, weil viel Geld zufließt. Das ist jetzt nicht mehr möglich und das ist das tragische Missverständnis, ich sage mal, der Währungsunion. Und Sie sehen jetzt, was ist das Problem der Eurokrise? Das Problem der Eurokrise ist der Außenhandel. Also die Außenhandelsdefizite auf der einen Seite, speziell Südeuropa, und die Außenhandelsüberschüsse, die Exportüberschüsse von Deutschland, Niederlande, Österreich. Und über das Thema wird kaum diskutiert, also schwelt die Eurokrise seit 3, 4 Jahren weiter, ohne dass Lösungen entstehen. Das, was aber diskutiert wird, sind die Staatsschulden. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu unserem Beispiel. Wenn ich jetzt sage, Deutschland wäre, also nur Hamburg, pardon, bin ein bisschen verkühlt, Deutschland wäre nur Hamburg, also der Bäcker mit seinen 1000 Semmeln und dem Preis von 100 1999 und Griechenland wäre halt nur Athen, wo halt dieser Bäcker beheimatet wäre. Und jetzt muss man sich einfach die Frage stellen, was haben jetzt die Gemeindeschulden oder die Stadtschulden von Athen mit dem Bäcker zu tun und was haben die Staatsschulden von Hamburg, also von der Gemeinde, vom Land Hamburg mit dem Bäcker, sprich mit der Wirtschaft von Hamburg zu tun. Und das ist das Missverhältnis. Also wir reden hier von Staatsschulden, die meines Erachtens, also mit dem Außenhandel, also mit dem Euro, mit der Krise des Euros und den unterschiedlichen wirtschaftlichen Entwicklungen nichts zu tun haben.